Naja, grün gegen rot und wir haben so lange geswitcht, bis wir keinen Schwarzen am Anfang hatten. Wir haben nämlich einen kleinen Rassisten hier sitzen, ne? Nee, die haben... Ich hätte nur lachen müssen, wie er aussah mit seinen Dreadlocks, aber die sehen so... Ich glaube, es war Alaba, ne? Alaba? War es Alaba? Der sieht doch anders und der hat doch keine Dreadlocks, der oder? Der spielt auch gar nicht. Wer kann es denn gewesen sein? Ja, wir wissen es nicht! Wir sehen ihn ja vielleicht gleich. Wir haben ja keine Ahnung. Ich glaube, Sagner ist das. Sagner? Ja. Sagner! Weißt du, was sein, ne? Ja! Hey, du sagst, Mann, ey, wie Spasti! Ich hab immer nachgedacht. Mongo, ey. Haben wir noch? Und gleich im Training. Ah, im Trainingsbildschirm verletzt. Er macht's immer wieder. Was? Was willst du, ey? Ja, ich hab auch geübt. Mhm. Ist aus. Schau. Oh, du steil für den Neuer. Ja, das war doch eine schöne erste Tat hier. Hier, friss das Neuer! Der Nock hat immer hier einen Warnschuss gegeben. Für die Tribüne. Ich weiß, wo deine Frau sitzt. Und deine Kinder. Die sitzt? Sitzt, Mann. Ich weiß, wo deine Frau schwitzt. Jetzt pass auf, sonst haben wir gleich ein Tor. Ein Tor haben wir so oder so, aber. Ein Gegentor. Oh! Schön! Ja. Haben wir es denn jetzt hier wieder so einfach wie Stuttgart? Ich hoffe nicht. Und ich glaube, wir hatten da auch schon das erste Gegen. Abgelockt, die Pille. Ah, das kann man nehmen. Ah, steil genug. Was auch immer. Ribéry. Ribéry. Ah, boah. Das ist halt, LeBlanc. Jo, sehr gut. Uah, der ist schlecht gekommen. Ich wollte gleich nach oben ziehen, damit du da reinlaufen kannst, oder? Ja. So. Ab nach vorne. Ich sehe den Ball gar nicht. Boah! Ich habe gerade eine Flanke geschlagen, wollte ich schießen und dann haut er mir da so rein. Naja, ist halt. Es ist wie es ist. Ah, Mist! Allen vorbei. Da habe ich einen Schritt zu spät gedacht. So. Statistisch gesehen müssten wir, glaube ich, genauso viele Schüsse haben wie die. Also 1-1. Ja, das sah eigentlich gut aus, aber. Ja, der Schiedsrichter steht mir mal im Weg. Sehr gut. Ja. Ja, komm, ey! Boah! Echt mal. Wir brauchen hier schon vier Mann für einen Spieler. Hier ist volle Deckung angesagt.
Aber wir kommen noch nicht raus. Aber effektiv, Alter. Ja. Ja, Sokrates ist es gerade völlig am Durchrauchen. Voll am Durchziehen. Da gleich ein Sehnenriss. Achilles. Opilles. Wir haben schon lange keine richtig heftige Verletzung mehr gehabt, ne? Zeit meinst du, oder? Ja. Oh, da sind sie durch. Aber. Ja, ey, ich versuche doch wegzuschießen. Mach doch irgendwas. Das ist gleich noch das Beste. In dem Moment, wo wir da vorbeilaufen, denkt sich der Torwart, da muss ich schrammen. Und dann haut er das Ding selbst rein. So, vielleicht ja, jetzt endlich. Mal. Das ist deiner. Und gleich. Hast du probiert? Dann hat er erstmal hier die Drehung. Alter. Shit. Ging einfach nicht. Also, dass ich den Ball gekriegt hatte, war schon ein Wunder. Irgendwo. Ach, da ist er auf einmal weggegangen. Ja, ja, ich habe mich versucht. Ich dachte, du spielst ihn halt weiter rein. Ich wollte mehr ins Zentrum so, ne? So, jetzt hier. Hat er nicht. Aber Einwurf. Ah, schade, wollte ich ihn austricksen, aber hat er sich gar nicht drauf eingelassen. Das heißt hier. Ihm. Rätsche. Sehr gut. Ah, das wäre richtig offen gewesen. Sind einfach zu. Ja, leider nicht angekommen oder abgefälscht oder was auch immer das war. Aber 0-0 bisher gegen Bayern, das haben wir ja fast noch durchgehen lassen. Ah, da war sie die erste Aktion. Tja. Ja, nochmal 45 Minuten, wir halten die 0 hier. Bitte. Gegen die starken Bayern bisher. Marien legt sich hin, gleich was hat getan, verletzt, gerissen. Der grätscht da. Jawohl, wir wissen's. Obo Grätsche. Das musste sein. Oh, das ist ein Güter! Ja, hau ihn um, den Spacko. Also den Schiedsrichter. Linienrichter, was auch immer. Ja. Ja. Ach, diese Imperial Engine. Nein! Ah! Sehr gut. Nein! Wo schießt er ihn hin? Boah! Wie kann man denn den Pfosten? Oh nein! Also, daneben schießt er oder ins Tor, aber doch nicht aus der Entfernung den Pfosten, bitte. Mist, ey! Hast gesehen, wie souverän ich weitergespielt habe? Nein! Schreit er! Hat sich gar nicht wehren lassen. Ich habe alles rausgespielt. Shit, ey. Ach, das ist doch doof. Das ist ja ganz im Abseits, habe ich nicht gesehen. Und nur guckt, wo ist die Lücke, wo kann ich durchspielen? Aber habe ich nicht drauf geachtet, dass auch im Abseits steht. Ganz schlecht. Aber jetzt haben wir Neuer da rausgelockt. Das war der Trick. Nein! Ach! Zum Schluss?
Da liegt er sich da hin, ey. Ey, jetzt ist doch endlich mal Schluss hier! Oh Mann! Kann doch nicht sein, dass man nicht an den Ball rankommt! Es kann durchkommen, ey, Lecko! Oh Mann, ey! Das gibt's doch nicht, echt, da ist man da schon komplett durch und dann eiern die da mit dem Ball herum. Da ist immer ein Spieler, ey. Komm. Die eigenen gehen auch nicht zum Ball. Mist, er stand unten. Keine Grätsche. Du bist nicht auf einem Gelände. Nicht im freien Feld hier. Ja, einer unserer Leute. Ja, er musste abbrechen. Ach, keine Chance. Du kannst ja nichts machen, gar nichts. Die sind sofort an dir dran und da wirst du sofort penetriert. Mal gucken, ob einer verletzt ist da. Ja, Fritz. Nicht gut aus. Verstauchter Knöchel. Bringen wir Hardheads dafür rein. Ist von 11 Uhr. A-U-A-U. Vorne, ich hab unten gedrückt. Er steht da total frei, statt ihn anspielt, er hätte richtig abziehen können. Das ist doch echt behindert mit dem Skill hier. Wobei wir uns nicht so schlecht schlagen und wir regen uns eher darüber auf, dass wir das Führungstor hier nicht erzielen. Das ist ja eigentlich noch das Bemerkenswerte. Wir halten immer noch die Null. Aber wir hätten jetzt echt schon mal ein paar Chancen gehabt, in Führung zu gehen. Gegen die Bayern. Ja, natürlich super. Aber es ist, also in Anführungsstrichen, einfacher als gegen Stuttgart. Da ging ja gar nichts. Da kannst du machen, was du willst, aber die Spiele waren auch total fertig, weil das 10. Spiel in den letzten 3 Tagen oder was auch immer, keine Ahnung. Einfach zu viel Stress für die wohl, keine Ahnung. Die stressless. Achtundsiebzigste Minute. Ja, dann müssen wir noch mal einen wechseln. Wir sehen hier, Norg ist wieder total fertig. Marien ist auch drin, aber... So. Nusovic kann er was reißen. Außer die sehen. Ach, schade, das war nicht. Oh. Ach. Thomas Müller da. Du siehst ja nur, wie sie um ihn herum tanzen, aber nicht einmal den Ball annehmen. Super. Einmal schön durch. Verdammt nochmal, ey. Du kommst nicht ja vorbei an den Jungs. Herr Noob. Ja. Was soll ich machen? Mann, ey. Gut, dass die auch nichts drauf haben, ne? Jetzt bing, 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 bing. Sind zu viel. Sind nur die Bayern. 85. Minute, ich glaube, wir müssen uns drauf konzentrieren. Verdammt! Na. Aber wenigstens hier... Ein Punkt gegen die Bayern. Aber das kann ich nicht zu früh sagen, ne?
Ja, dann. Ist dann ja keine. Ja. Ah. Du läufst geradeaus erst. Dann stellt er sich deinen Weg. Du versuchst ihn auszuweichen, aber er weicht grundsätzlich in die gleiche Richtung aus. Oder er bleibt einfach stehen und du läufst in ihn rein. Naja. Ein Punkt, ne? Ein Punkt gegen die Bayern, das ist wie ein Sieg. Das wissen die Leute auf dem Platz auch. Da war sie, die dicke Chance. Der Pfosten hat gerettet. Most incredible player hier. Ja, wir hatten einen dicken Pfostenkracher, ne? Das war natürlich eine gute Möglichkeit. Aber am Ende hatten die auch ihre Chancen. Ach, guck mal, Clemens Fritz mal wieder für 3 Wochen Knöchel verstaucht. Ja, ist ja gar nicht dabei, wa? Sind ja nur noch 3 Spiele, Leute. Naja, es gibt ja jede Menge andere Spieler, die er so rausfliegen kann. Mitz? Was haben wir denn da noch? Mitz? Ja, nee, wir nehmen Mitz. Katze. Zack. Ja. Gut, gucken wir mal weiter. Werden wir eigentlich jetzt entlassen? Hast du? Oh, Schalke, die haben auch eine Pechserie, oder? Die verlieren auch ein Spiel nach dem anderen. Nee, ich glaube nicht. Hamburg hat uns überholt. Ja, und wir waren die ganze Zeit Sechste. Wir waren letztes Mal auch Sechste. Und auch Wolfsburg spielt nur unentschieden. Also ist nicht so schlecht. Wir sind nicht die einzigen Schlechten. Ja, das stimmt. Also wir können aber jetzt mit 3 Punkten, wenn wir das gegen Wolfsburg schaffen, gleich mal einen Sprung eventuell auf den 4. Platz machen. Das wäre natürlich auch klasse. Aber dann werden sie alle über uns auch gewinnen. Das ist irgendwie sehr klar. Und Pizarro noch die ganze Zeit Torjäger, obwohl... dann kein Tor mehr geschossen hat. Aber auch nicht mehr so deutlich. Kießling mit 18 schon. Ja, auch die letzten paar Spieltage schon. Mhm. 19, 18 da oben. Ja, das war es wieder für diesen Spieltag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Bundesliga am 28. April gegen Wolfsburg. Und ihr könnt schon mal feiern, denn ein Unentschieden gegen die Bayern ist quasi für die Bremer wie ein Sieg. Deswegen haben wir die Roten geputzt heute, so kann man sagen. Das war eine Schlacht. Ja. Gut. Also bis demnächst.